Good morning, 47. The board has sanctioned Eric Soder's for termination. After Colorado, we did some digging into Soder's private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gama Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has Providence written all over it. Soder's, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed, desperately needs a right-sided heart transplant and has clearly betrayed the ICA to get it. He was admitted last night and is currently being prepped for a 3-day surgery. We have booked you into Gama under the usual guise of Tobias Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Sodas has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of active ICA operatives post-operation. This transaction cannot be allowed to happen. Sodas must pay for his treachery, and his insidious employers must be taught a lesson. ICA's sovereignty is at stake. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. I will leave you to prepare. Dann würde ich sagen, hallo Leute und herzlich willkommen zu Hitman. Und Alter, diese Mission, die ist ja extrem wichtig. Okay, wir müssen nur zwei umbringen, egal welche Methode, egal welche Verkleidung. Ja, ich glaube, es wird interessant. Ja, legen wir los, oder? Ja, das ist genau das gleiche, hallo. Ich will jetzt nicht. Ich will. Ach so, ich bin auf dem Einsatzziel, ups. Okay, dann kann ich euch auch mal gerade zeigen. VIP-Patient. Boah, wir können hier gar nichts mitnehmen. Ja, das wird lustig. Let's go. Scheiße, Mann. Das kann echt schwierig werden. Wir dürfen hier gar nichts benutzen. Also, nur von dort. Wir dürfen nichts mitnehmen. Oh yeah. Welcome to Hokkaido 47. The Gama Private Hospital. Oh, ich hab's. Cutting-edge medical treatment for the global elite outside the law is required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital, and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soder's in the operating theater, undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment, a highly controversial procedure yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite, or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Soder's is scheduled to be put under soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47. Danke. Wir liegen hier auch sehr chillig. Es ist hier echt schön, Alter. Es ist wirklich schön hier. Okay, interesting. So, wir Gelegenheit. Wir gehen direkt zu der ersten Gelegenheit und verfolgen die, oder? Weil das ist am besten, am einfachsten. Ja, das wird gut kommen. Okay, gehen wir auch mal hoch. Wir müssen zwar gar nicht hoch, merke ich gerade. Aber egal. Okay, wir sind hier oben dran. Wie kommen wir hier runter? Ist hier irgendwo ein Treppenhaus? Ja, hier. Darf ich hier runter? Ich komme schon, hm? Ja, ja. Wie sick, dass das aussieht hier. Ah, okay, da kommen wir also scheinbar noch nicht rein. Dann suchen wir uns einen anderen Weg. Okay, Leute, wir folgen jetzt trotzdem mal dieser Spur heiße Quellen, weil bei dem anderen kommen wir einfach noch nicht weiter. Das heiße Quellen, das ist jetzt unsere nächste Aufgabe, Dings. Alter. Ich glaube, das ist richtig geil. Ey, wir brauchen überall hier so Zutritt. Aber, ach, ich kann auch hinten durch. Aber dann würde ich safe auch Zutritt gefragt. Ich glaube, das. Ja, jetzt kann ich hier nicht mal mehr raus. Wollte ich mich verarschen? Ich glaube, das wird noch. Oh, wir können sich einfach schon überwältigen. Aber das machen wir natürlich nicht. Ui, darf ich bitte hier durch? Okay. Das ist auch nicht auffällig mit dem Strichcode, ne? Ach, hier kommen wir auch nicht rein. Ja, wir müssen irgendwo einen Typen bekommen. Vom Personal. Der irgendwie, ja, der gerade alleine ist. Okay, Leute, ich habe eine Idee. Ich würde sagen, wir machen erstmal den hier, locken wir out. Und dann den dort hinten, damit wir gar keine Zeugen haben. Ja, aber ich kann den nicht angreifen. Wieso denn nicht? Cool. Oh Gott, Alter.
aber... Hä, also immer wieder aufgestanden ist ja toll. Warte mal, jetzt müssen wir nochmal neu anfangen. Okay, wir müssen jetzt diesen Typ hier uns verkleiden. Ich habe jetzt nochmal eine andere Gelegenheit genutzt, weil ich einfach schon 20 Minuten rumgerannt bin, ohne irgendwas zu schaffen. Wir followen dem jetzt mal so ein bisschen. Wir müssen den halt alleine erwischen. Ja, Gelegenheit gescheitert. Toll. Das kann doch nicht so schwierig sein. Oh, ich habe eine Schere gefunden. Das ist ganz gut, aber ich weiß nicht mehr, wie man die wieder aus der Hand macht. Nein! Ich hab's jung gebracht. Ich wollte sie nicht töten. Nein, jetzt muss ich wieder laden. Mein Gott. So, dann verkleiden wir uns erstmal. Wir brechen ihm nicht das Genick, sonst gibt's wieder einen Nicht-Ziel-Kill. Weil ich glaube, als Patient können wir dort schon rein. Hoffe ich mal. Ja, und wenn, haben wir ihn ja nicht getötet. Das heißt, ja, nur 25 Minuten verschwende, ne? Ja, hier habe ich immer noch keinen Zugriff, aber hier oben safe auch keinen Zugriff. Naja, dafür vielleicht für anderes Zeug. Ich hoffe, ich kann ihn verstecken, Alter, sonst habe ich nämlich gleich ein Problem. Okay, erstmal verkleiden ihn. Und jetzt, ja scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube nicht wirklich schlau. Jo, wir müssen hier weg. Einfach weg, Junge. Nochmal ein bisschen neue Informationen. Nach raus hier. Fuck! Nein! Nein, das gibt's doch nicht. Grundsätzlich war es nicht mal so dumm. Dann darf man schneller sein. Wir müssen warten, bis er wieder hier rauskommt. Oder einer von beiden. Und dann gehen wir rein. Machen den einen bewusstlos, nehmen den direkt ins Bad und verkleiden uns erst dort, verstecken ihn dann. Gehen dann raus, nehmen die Informationen und dann, ja. Alter, richtiger Profiplan. Nein, die haben schon wieder, oder? Aua. Nee. Ah. Nee. Oh nein, ich hab noch mal nicht. Ich bin aber auch so sass immer, Alter. Das ist unglaublich. Okay, gut. Niemand hat's bemerkt. Wir ziehen den jetzt direkt rein und verstecken ihn. Oh fuck, wir kommen denn noch gar nicht rein. Doch. Ach so, weil wir ihn haben. Let's go. Okay, ablegen. Genau, er ist ja bewusstlos. Das Gute ist, er kann nicht einfach wieder zu Bewusstsein kommen. Erst wenn ihn Kollegen zum Beispiel finden. So, wir machen jetzt mal den Schrank hier. Genau. Wieso, Herr, wieso erkennt er mich jetzt? Hä? Wieso bemerken wir die mich jetzt? Okay, Leute, wir müssen uns unbedingt die Waffe aufheben, weil ich glaube, das hat ihn zu sus gemacht. Also, das hat uns zum Suspect halt gemacht. So verdächtig, weil dort lag einfach eine Waffe rum, wir kamen gerade raus und dann denkst du so, hä, wieso? Direkt K.O. schlagen. So, Waffe nehmen. Ziehen. Ah, ist ja mein. Tut mir leid. Okay. Aber eigentlich rein theoretisch. Oh, Alter, eine Shotgun. rein theoretisch, eigentlich praktisch. Sollten die jetzt nicht mehr sass auf mich sein. Aber mich fuckt das ab, dass ich die Scheißwaffe in der Hand habe. Ich kann die eigentlich auch droppen. Haben wir hier einen Mülleimer? Wo ich die verstecken kann. Stimmt, ich merke auch gerade. Ja, ein Feuerlöscher nimmt wahrscheinlich. Ich merke auch, ich bin für die Hände sass, Alter. Ehre, Alter. Ehre. Der hat gescheppert. Sagen wir es mal so. Okay, hier drüben sollten wir nicht auffallen. Problem ist, wir kommen nicht an dem hier vorbei. Oh Gott, Alter, bin ich dran schon. Ding ist, kommen wir hier rein? Ja, genau. Können ja eigentlich auch einfach unten durch. Wir müssen ja nach da drüben. Okay, eventuell je nachdem, wo er reingeht, können wir ihn holen. Ey, das kann doch nicht sein, ey. Wieso läuft er genau dorthin, wo ich bin? Mein Gott, ey, das gibt's doch gar nicht, ey. Okay, Leute, ich habe gerade eine Idee. Wir können ja auch jetzt erstmal, ups. Wir können jetzt erstmal wieder bei dieser anderen Gelegenheit hier verfolgen. Weil jetzt haben wir safe wegen dem Yoga-Bereich räumen, genau, aber... Sie will jetzt schon mal zu dem. Ja, wir machen jetzt einfach wieder. Ach, wisst ihr was? Wir lassen das erstmal. Wir können ja trotzdem mal so ein bisschen zuhören. Ach, wisst ihr was? Komm, scheiß auf die.
Wir gehen jetzt trotzdem schon in den Yoga-Bereich. Bitte kenn mich nicht. Wow. Ja. Wir können hier wirklich rein. Fuck, wir haben keinen Schraubenschlüssel. Wir müssen jetzt hier einfach sehr vorsichtig sein. Jo, ihr hört nichts, ihr seht nichts. Super. Oh, oh. Ah, nee. Einfach runter. Let's go. Hier unten darf ich aber wieder hin, okay. Kleiden Sie sich als Yoga-Lehrer, okay. Machen wir doch das mal. Der Yoga-Lehrer ist da drüben. Ach so, ja, warte, dann muss ich hier wieder rein. Können Sie bitte einen Meter laufen? Ja, danke. Okay, Leute, ich bin gleich mal hier beim Yoga-Lehrer. Ich werde ihn auch gleich mal holen, aber die Facecam ist vorhin wieder abgestürzt. Das heißt, das Bild war wieder verrückt. Ich hoffe nicht so lange. Okay, Leute, ich würde sagen, perfektes Time gesetzt. Genau. So, verkleiden. Und hier kommt eher weniger jemand rein jetzt. So. Zum Glück sehen die das dann nicht durch den Spiegel. Okay. Und die ist auch um meditieren und so. Wir gehen hier mal raus. Machen hier zu. Okay, also wir haben, ja, wir haben sie jetzt, ne? Müssen jetzt nur noch machen, dass sie auch hier hinkommen. Muss ich irgendwas machen oder kann ich jetzt schon machen? Oder? Ach so, ich sollte hier auch. Geile Yogastunde auf jeden Fall. So. Kommen wir mal. Liga 2. So, dann würde ich mal sagen, kriege ich auch 2. Oh yeah. Können wir sie wahrscheinlich gleich aus den Schubs? Okay, erstmal. Der Baum. Ist tief. Eine gute Stelle. Kann mal passieren, ne? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als Yoga-Lehrer ganz unauffällig erstmal hier durch. Wir kleiden uns wieder als Resource Security Guard. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Hitman, Leute, denn heute habe ich insgesamt ungefähr schon wieder eine Stunde aufgenommen. Ich habe fast gar nichts geschafft. Naja, das war's mit dieser Folge. Hitman, Abo und Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet?